Seid ihr bereit, heute den Winstreak zu verlieren oder nicht? Test 1, 2, 3. Oh, wieso ist denn das? Hat New hier irgendwie rumgedreht oder was? Weil das schlägt nicht mehr so aus wie früher. Es schlägt nicht mehr so aus wie... Jetzt ist es, glaube ich, ganz angenehm. So, wir machen jetzt ganz random wieder irgendeinen Run. Und ist der richtige Speicherstand richtig? Denn gestern habe ich ja... Kane. Ha! Mensch, das überrascht mich jetzt aber. Warte mal, Kane hat zwei Herzchen, genau, kurz verwechselt. 6XBZX147. Das ist der Seed. Der sieht wirklich sehr interessant aus, ganz ehrlich. Und ja, hätte mich gewundert, wenn wir jetzt jemand anderes bekommen hätten. Gestern haben wir natürlich, ne, das war doch gestern, haben wir Maggie gespielt. Das war ja schon abgefahren. Und jetzt geht es los mit Mr. Kane. So. Machen wir dann die Teile hier fertig, gucken, was wir im Itemraum haben und dann schauen wir mal, wie gut dieser Run jetzt tatsächlich wird, weil Kane ist eigentlich kein schwerer Charakter auf jeden Fall. Mein Controller fühlt sich gerade so anders an. Oh Gott, so kalt ist der. Du wurdest lang nicht mehr in die Hand genommen. So, nehme ich auf? Ich nehme auf. Sehr gut. Einen kleinen Spruch, weißt du? Diesen Ich-nehme-auf-Spruch mache ich jetzt immer, weil wenn ich ihn einmal nicht bringe, dann wisst ihr Bescheid. Hey, irgendetwas ist da falsch, Mann. Der ist wahrscheinlich entführt oder sowas. Ist das nächste Erlebnis? Nein, ist es nicht. Gut, ja. Gestern im Livestream haben wir einen Winstreak von 13 erreicht. Wir nähern uns langsam dem YouTube-Speicherstand, ne? Dem Winstreak halt. Und außerdem bin ich gestern... Was bin ich gestern geworden? Diamond, ne? Genau, Diamond bin ich gestern geworden in Overwatch. Ich habe nämlich 3000 Punkte erreicht. Um genau zu sein, 3004 habe ich erreicht. Hier machen wir das einfach ganz simpel und ich gehe einfach hier so rein, zack, bekomme den Schlüssel und schieße die Teile trotzdem kaputt, weil nicht, dass wenn ich da jetzt reingehe, dass die von selbst in die Luft fliegen und mich dann aua machen. So, früher gab es ja auch so einen Trick, schon wieder die Fliege, irgendwie fühle ich mich ein bisschen verfolgt. Früher gab es ja auch einen Trick, dass man eine Bombe platziert, ich weiß gar nicht, gibt es den immer noch? Man konnte nämlich früher, jetzt pass auf, jetzt sage ich euch den ultimativen Trick, man konnte, nee, das lasse ich. Früher konnte man, ja, eher das hier. Warte, lass uns das mal öffnen hier, PhD. Warum gehe ich hier nochmal rein? genau, früher konnte man eine Bombe legen und dann, oh Gott, mache ich das oder sterbe ich? Ich würde das gerne öffnen. Ich habe da ja ein Herz. Das mache ich, glaube ich, ganz zum Schluss, Mann. Ganz zum Schluss. Little Heart. Okay, let's go. So, warte mal. Jetzt komme ich mal zum Punkt hier. Man konnte nämlich eine Bombe früher setzen, dann raus aus dem Raum und wieder rein in den Raum. Und dann ist die Bombe noch weiter explodiert. Also der Explosionsradius wurde erhöht. Oh Gott, die Fliege macht ihn gleich sowas von fertig. Ich könnte High Priest einsetzen, aber ich will, dass die Fliege ihn fertig macht. Oh ja. Oh ja. Komm schon, Fliegi. Flieg. Flieg. Yes, 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 yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird dir wehtun. Oh, das wird... Oh, okay, wir setzen High Priest ein. Das ist mir dann noch ein bisschen so blöd. Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. All Stats up. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die goldene Kiste an. Ich will sie öffnen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt für das ganze Geld und so. Auf jeden Fall. Wir können uns ja auch noch das hier wiederholen, das Herzchen. Und wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Das war aber zu der anderen, also zu Vanilla Isaac. Zu The Binding of Isaac Zeiten, weißt du? In Rebirth hat keiner mehr darüber geredet und habe ich auch nie gesehen, also sehe ich nicht mehr, dass das jemand macht. Vielleicht ist es auch einfach nur vergessen worden und keiner testet es mehr, weil jeder dachte, ja, das ist, funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Oh Gott, komm her. So, noch ein Schlüssel, perfekt. Wir sind zwar Kane, wir brauchen Schlüssel jetzt nicht unbedingt, aber es ist trotzdem schön, welche zu haben und ich glaube, dass hier der Geheimraum ist. Nein, ist er nicht, dann ist er halt hier unten, glaube ich, irgendwo. Oh mein Gott, Mann. Ist ja echt ein Day, der kann ja nicht hier sein. Scheiße, der ist wohl ganz anders. Okay, ich spreng aber nicht mehr. Nein, 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 nein. Kriege ich irgendwie PhD? Ich will PhD haben. Gib mal her. Jetzt sag mir nicht, ich habe jetzt... Oh nein, komm schon. PhD. 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 Ich weiß aber, woher Münzen sind und die hole ich mir jetzt. So, an die komme ich sogar, glaube ich, einfach so ran. Genau, perfekto. So, ich hole mir PhD und dann werden wir uns austoben mit Pillen. Denn jetzt haben wir nur noch gute Pillen, wie zum Beispiel Infested. Abgefahren. Also, ist hier vielleicht eine 5er-Münze drin? Nein? Na gut, dann gehen wir jetzt in die nächste Ebene und gib mir die Pillen, Baby. Jetzt bin ich der gute alte Kane. Der Kane, der immer nur gute Pillen haben konnte. Ja, Mann, der Kane war cool. So. Oh, ich habe Angst, dass ich übersteuere. Ich mache mich mal wieder zurück. Oh, scheiße, ich wurde getroffen. Oh, das ist... Oh, mein Gott. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich bin hängen geblieben. Wortwörtlich, Mann. Scheiße, Mann. Oh, ich wurde erwischt. Oh nein, jetzt fühle ich mich wieder sehr schlecht. Ich habe nämlich sehr große Angst, weil dieses Audio-Interface zusammen mit dem... Mit dem Kompressor und so, die beißen sich manchmal, wenn du, obwohl du nicht übersteuerst,
von den Reglern her übersteuerst du trotzdem sehr merkwürdig. Und ich habe gerade ein bisschen Panik bekommen und jetzt wurde ich getroffen. Ich wollte es eigentlich ganz schnell machen, aber die Fliege kam zu schnell auf mich zu. Ich habe mich rausgeredet. So, ihr könnt nicht mehr böse auf mich sein. Wir kriegen so oder so einen Devil Deal. Wir kriegen ihn so oder so. Wäre natürlich richtig kacke, wenn nicht. So, pass auf, wir kriegen das noch hin, Mann. Wir kriegen das noch hin. Ihr werdet es schon sehen, Mann. Wir kriegen den Devil Deal und da drin wird Brimstone sein. Abgefahren. Sag ich euch jetzt schon. So, erstmal alles clearen hier. Solange wir nicht den Windstreak verlieren, ne? So. Mit Händen geblieben meinte ich eigentlich, dass ich meinen Pullover nach oben richten musste. Ich bin ja... Wenn irgendetwas mich falsch berührt, dann muss ich das irgendwie, dann ist es extrem ekelhaft und ich kann mich nicht be... Also, ich habe auch das Problem, wenn zum Beispiel T-Shirts oder so, wenn ich bemerke, wenn ich mein T-Shirt bemerke, Nägel! Und die meinen Hals berühren, dann ist das... Das kann ich nicht ab, Mann. Ich hasse es, wenn etwas meinen Hals berührt. Genau, wir können jetzt hier durch. Ich hasse diese Räume. Die verwirren mich immer extrem. Oh, so viele blaue Herzchen. Und keine Bomben. Egal. Wir haben dafür PhD bekommen und das lohnt sich schon. So, da kommen die... Oh yes, oh, da kommt die Fliege. Bye-bye, würde ich sagen. Boom. Das ist echt ein Panzer, die kleine Fliege. So, und jetzt passt auf. Jetzt bekommen wir schon. Wir kriegen es noch. Wir kriegen unseren Devil Deal. Indianer-Ehrenwort. Das ist klar wie Kloßbrühe, dass wir das bekommen. So, reine 2 mit dir. Hier würde ich jetzt aber ungern Schaden nehmen. Ganz ehrlich, der Knockback macht mich ein bisschen fertig. Oh, yes. Scheiße. Naja, Dinge passieren nun mal. Dinge passieren nun mal. Let's go. Ist hier eine Bombe drin? Hier ist sogar eine Bombe, aber da ist auch so das. Ich guck mal, ob ich irgendwie anders Bomben herbe. Oh mein Gott, ich hasse diese Räume. Weil ich immer schnurstracks durchrennen will. So, pass auf. Schlüssel, Diesel, Dassel. Oh fuck, man. So viele blaue Herzchen. Blaue Steine. Wir können auf jeden Fall... Oh, da habe ich aber jetzt ein bisschen Angst, Mann. Wir können, warte mal, Folgendes machen. Uiuiui, warte mal, was plane ich da? Hier liegt auch eine Bombe. Komme ich da nicht ran, oder was? Nein. Okay, Folgendes. Wir können einmal hier kurz dran spielen. Mhm. Gleich kommt wieder dieser dämliche Raum. Pass auf, folgendes. Ich schnappe mir auf jeden Fall das hier. Mhm, und damit sprenge ich jetzt erstmal das da raus. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen Schwarzmarkt, weißt du? Gut. Oh, ich will die Kiste sowas von haben, aber ich mache das hier einfach, damit wir blaue Herzchen haben für die nächste Ebene. Und wir kriegen nicht mal blaue Herzchen. Aber noch mehr Bomben. Bingo. Bingo, bango, bongo, ne? Okay. Eigentlich will ich nur ein halbes Herzchen mitnehmen. Warte mal, weil ich in den Kampfraum reingucken möchte. So. Okay, wir könnten aber auch was anderes versuchen. Warte, jetzt experimentiere ich ein bisschen rum. 2. Und 3. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Nicht den Windstreak verlieren. So, 3-mal haben wir dran gespielt. Hier sind Stacheln, die Ouchie machen. Gut, hier ist ein schützendes blaues Herzchen. Hätte ich vielleicht erst später aufheben sollen, ne? Warte mal, hier gab es doch irgendwo noch einen blauen Stein. Genau, ich glaube, wenn wir nach links gehen, ne? Mhm. So, das müsste passen und... Yes, okay, noch eine Bombe. Oh. Ich weiß nicht, was die Ebene vorhat mit mir. Oh, ich hasse diesen Raum. Über alles. So, komm rein da. Oh, sehr verlockend. So, erinner dich, da ist ein doofer Raum. Und jetzt habe ich meine blauen Herzchen verspielt, ey. Ich bin so ein cooler Typ, ey. Ich bin ein richtig cooler Typ. Ich leg mal ganz kurz eine Bombe rein. Und jetzt will ich mir das rote Herzchen holen, bitte. So, gut. Scheiß auf blaue Herzchen. Wer braucht schon blaue Herzchen, Mann? Nur Loser. Let's go, weiter geht's, ey. Keine Ahnung, was das für eine Katastrophe hier gerade auf der Ebene war, aber... Es kann nur noch besser werden. So, jetzt nicht getroffen werden, bitte. Und einen Devil Deal schnappen. Oder einen Angel Deal. Irgendetwas halt. Ich habe irgendwie versucht... Ach, dieser Raum. Man vergisst es einfach. Ach. Ich bin einfach ganze Zeit auch noch am Überlegen, was ich euch zuquatschen soll. Habt ihr vorhin den Vlog gesehen? Wo ich darüber rede, wie ich die 7 Tage ohne Jana überlebt habe? Ganz kurz, nur als Infovideo. So. Ist ganz lustig, hoffentlich. Hab da ein paar Gags eingebaut. Hoffentlich sind es Gags. Wie zum Beispiel,
Das ist Onkel Benz. Da stand da wirklich drauf, ne? In 2 Minuten fertig, aber auf der Rückseite steht Reis 3 Minuten kochen lassen. Ha? Ne? Was soll ich denn jetzt machen? 2 Minuten oder 3 Minuten, ne? Kann ich jetzt anzeigen, oder? Weil auf der Vorderseite steht in 2 Minuten fertig, aber ich muss den Reis 3 Minuten kochen lassen. Hallo? Wo bin ich denn hier gelandet, Mann, wenn ich nicht mehr der Reisverpackung mehr trauen kann? Hä? Wo bin ich hier gelandet? Oh weia, ich würde da schon gerne hin, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich da rankommen soll. Ah, nee, ich habe nur ein paar Seiten. Ich könnte die normale Kiste irgendwie hoffen, dass da was drin ist. Okay. Machen wir so, komm schon. Boom, und? Ah, die Remote, naja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht einen blauen Stein finden und ich das dann direkt bereue, die Bombe eingesetzt zu haben. So. Okay. Würdest du jetzt bitte nicht in mir spawnen? Wir machen schon gut Damage mit den Nägeln auf jeden Fall, aber da fehlt noch etwas. Ich würde jetzt gerne auch Piercing-Shots haben, weil die Nägel mit dem Knockback manchmal kontraproduktiv sind. Ja, kontraproduktiv. Oh Gott! Achso, das ist meine Fliege. Ich dachte schon. Mach mir doch keine Panik, Mann. So, und da kommt ein Ende. Boom. Sehr schön. Was haben wir hier? Epic Fetish. Soll ich mal mitnehmen? Ich nehme Epic Fetish mit. Ich nehme Epic Fetish mit. Komm schon, damit wir ein bisschen Variation reinbringen, was? So, jetzt haben wir unendlich Bomben. Baby. Jetzt können wir alles wegsprengen. Vielleicht bekommen wir Quadshot. Das wäre cool. So, was ist das hier? The Moon. Aha. Damit könnten wir aus dem Bosswash rausporten. Willst du, dass wir uns den Bosswash jetzt schnappen? Ich meine, ich kann damit ganz gut rushen eigentlich, ne? Komm. Hoffentlich bekommen wir noch ein blaues Herzchen oder so. Wenn da jetzt ein cooler Devil Deal drin ist, den ich nicht mitnehmen kann, ist irgendwie kacke. Wo ist der? Der ist irgendwo hier drüben, genau. Der hat gerade Schaden bekommen von der roten Kacke. Boom! Und okay. Das ist sehr schön. Ohohoho. Da nehme ich natürlich beides mit. Hallöchen, guck mal, der ist doch wieder sehr sexy, der Devil Deal. Es ist immer so, ich habe absichtlich den ersten nicht mitgenommen, weil der zweite dann immer gut ist, wenn man den ersten verpasst. Ja, so ist es halt. Okay, gut, jetzt kann ich mich auch zu den Bomben springen und so. Aber die Frage ist nur, was? Ich wurde hier getroffen, obwohl ich hier... Was? Na gut, Mann. So, ich will unbedingt noch in den Shop reingucken. Vielleicht ist da auch etwas Interessantes drin, wie zum Beispiel das. Deck of Cards. Damit kann man... Und da ist auch wieder das Item, ne? Das ich auf der letzten Ebene nicht mitnehmen konnte, ey. So. Dann nehmen wir Deck of Cards auf jeden Fall mit, damit wir 2 Stück mitnehmen können. Und wir bekommen sogar eine Purfrow Rune. Oh mein Gott. Ledge, nice, man. So, was ist das hier? Das ist Tower, ne, brauche ich nicht. Komm schon, ich will irgendwie in den Zacki-Zacki-Raum reingucken. Und hier ist der Geheimraum, hundertprozentig. Über... Scheiße, nein. Hier? Auch nicht, verdammt nochmal. Hinten, nein, auch nicht. Ich will da reingucken. Hallo. Jetzt will ich doch nicht mehr hier sein. Ja. Wir sind in Caves 1, ne? Uff. Das wird echt eine... Ich weiß nicht, ob es klappt mit dem Bosswash-Mann-Spiel. Ich meine, du hast uns Purfrow gegeben und The Moon, mit dem wir uns rausporten können. Das ist schon ziemlich crazy. Wir könnten dann den Bosswash also rerollen, falls uns da was nicht gefällt. Und ab geht's, Mann. Oh, warte mal, habe ich den... Ich hab Beleuchtung nicht an. So, weiter geht's, Mann. Pass auf. Dann das mitgenommen. Aber dann haben wir wunderbar, sehen hübsch aus. Und hier ist die falsche Richtung. Aber hier könnte der Geheimraum sein. Auch nicht, verdammt nochmal. So viele Möglichkeiten hier auf dieser Ebene, die ist wirklich riesig. Hup. Und let's go. Und das für eine Caves 1 Ebene. Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. So, Flooded Caves, okay. Mach ich. Okay, Schlüsselbomben dazu bekommen. Wird schon gut, wir haben Luck abbekommen. Sehr schön. Und da springt der Kollege. Wenn wir jetzt Brimstone bekommen mit Epic Fetish, das wäre super. Ich glaube, Brimstone und Epic Fetish funktioniert ja auch ohne Sad Bombs, ne? Genau. So, ich bestätige mich einfach mal. Auch wenn ich nicht wirklich Ahnung habe, beziehungsweise die Combo schon lange nicht mehr hatte. Wir haben kein Space-Item, also nehme ich das mit. So. Okay. Sag mal her. Zack, Swallow Penny. Maybe I don't want a Swallow Penny. Upsi. Machen wir die Teile mal kaputt. So, den großen Brocken. Und auf Wiedersehen. Gott, ich muss unbedingt irgendwie fliegen können. Her damit. So, und jetzt Beeilung. Was ist da drin? Ah, lohnt sich gar nicht zu fliegen. Also will ich doch nicht mehr fliegen können. Boom, ich lege eine Bombe und guck nicht mal hin zur Explosion. Ich bin so verdammt cool.
Boom. So, schnappt ihr das mal? Wir gehen mal direkt nach oben. In der Hoffnung, dass das irgendwie der richtige Weg ist in unser Verderben. Holy shit, ich mag diese Räume nicht, Mann. Das kann sehr eng werden. Was ist hier? Die spreng ich? Mhm. Aber für was? Ich könnte mir eine Karte holen oder sowas. Oh nein, ich habe Automaten raus. Oh nein, ich wollte nicht. Brudi, ich wollte nicht, Mann. Scheiße, holy shit. Stimmt ja, ich kann ja auch sowas machen. Bitte, ich will wenigstens die 100 wieder erreichen. Dankeschön. Das nehme ich jetzt einfach mal als ich verzeihe dir, Holly. Ach. Hier wäre es cool, wenn wir irgendwie einen Cube of Meat hätten, weißt du, damit wir wenigstens in den Nahkampf gehen können. Oder wir sprengen uns halt durch, aber dann verpassen wir Loot. Au. Okay, zum Glück. Ich dachte, ich treffe wieder nicht. Das ist hier der super duper Geheimraum? Nein, hier aber. Ah, Mann, heute haben wir Pech. Oh, The Fall. Wir kriegen noch ein gratis Devil Deal Item, Brimstone. Du willst mir Brimstone die Schaufel, okay. Ah, Pentagramm, aber ich will ja nicht sagen, dass ich vielleicht sterbe, aber ich nehme das Pentagramm mit. So, pass auf, das hier könnten wir rerollen, aber ich glaube, ich lasse das lieber. Ich reroll lieber im Devil Deal, wenn wir viele Items vor uns haben. So, pass auf, und dann stampfe ich mir noch das hier. Einfach nur auf Nummer sicher gehen. Und wo ist der Itemraum, frage ich mich. Da unten? Hm, hier ist der Zacki-Zacki-Raum, aber ich suche was ganz anderes, meine Freunde. Ah. Ne, More of the Void wäre sogar ganz gut hier mit dieser Combo, damit ich in den Nahkampf gehen kann. So, und... Oh, scheiße. Das ist gefährlich, ey. Das ist gefährlich, was ich hier gestartet habe. Das war nur... Habe ich am Anfang gesagt, dass... hey, seid ihr bereit, heute den Streak zu verlieren? Wenn ja, das war nur ein Scherz. Wenn nein, ich wollte eigentlich so die Folge beginnen heute. Na, habt ihr Bock, den Streak zu verlieren? Aber eigentlich war das nur ein kleiner Gag. Hier ist nicht der Geheimraum. Okay, ist er tatsächlich nicht. Okay, Boss Rush werde ich, glaube ich, nicht machen. Ich lasse mich lieber nicht hetzen. So, denn sonst passiert sowas hier. Und ich renne in meine eigene Bombe, Rakete. Ja, interessant, interessant, interessant. Was haben wir denn hier? Dann nehme ich lieber das Jump-Buch. Mit dem kann ich viel mehr ausrichten. Holy moly. Blank Rune? Was ist denn? Ach so, oh, das war das. Degas, oh, wunderbar. So, wir haben Perf Row. Da ist das. Wir könnten die Pilze sprengen, wenn wir lustig sind. So, und bekommen hier vielleicht noch das Shun und alles. Aha, okay, warte mal. Wir sind in Flooded Caves 2. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich nehme mal das Shun mit für die nächste Ebene, denn wenn es gut läuft, wenn wir gute Items im Boss Rush haben, dann mache ich halt den Boss Rush. So wird's laufen, Mann. Let's do this shit. Let's go. Okay, gut. Wir haben das Jump-Buch. Damit kann ich jetzt einige Sachen erreichen. Hätte ich auch vielleicht machen können. Oh nein, The Lost. Das gibt's doch nicht. Gut, dann werden wir hier jetzt wieder nur das Notwendigste machen. Da wurde er gerade zu mir hingeschleudert, ne? Nervig. Nur das Notwendigste machen wir. Itemraum finden und sowas. Den ganzen Schissel. Okay. Du platzt auf, aber zum Glück nicht brutal. Was ist das hier? Strength. Nein, wir haben jetzt zwei Karten. Mit denen wir arbeiten möchten. Komm her. Na, zum Glück haben wir wenigstens die Fliege, die mitarbeitet hier. Und keine schwarzen Herzchen. Schade. The Devil. Okay, ich werde keine Karten mehr aufheben. Okay, den Shop. Da gucke ich auf jeden Fall rein. Das ist nicht der Shop. Alles klar. Haben wir hier vielleicht irgendwie eine Emperor-Karte? Oh. Eine Emperor-Karte. Okay, die nehmen wir mal mit. Gut, im Itemraum waren wir noch nicht. Nein, das war auch nicht der Shop. Gott, ey. Da dachte ich bin schneller, aber er hat seine Waffe auch schnell gezogen. Springen wir mal. Ach, stimmt ja, ich habe ja jetzt keine Pillen mehr. Also PhD ist eigentlich voll für den Arsch. Nur so nebenbei. Aber hey, ich weiß ja nicht, wohin sich dieser Run entwickelt, ne? Ich wusste nur am Anfang, hey, ich möchte PhD haben. Wenn ich jetzt gar keine Möglichkeit habe, PhD wirklich einzusetzen und zu profitieren, dann upsi. Uff. Wie habe ich das denn gemacht, Mann? Ich dachte, ich treffe mich gerade wieder. Ich wollte mich gerade wieder rausreden. Ich wollte eine Ausrede suchen. Okay. Bumm. Und... so knapp bescheiße ich hier. Okay, hier ist nicht der Geheimraum. Der Itemraum. Aber vielleicht ein paar schwarze Herzchen oder sowas? Nein? So. Komm schon. Immer noch nicht. Und weiter geht's. Verdammt nochmal, ich glaube, ich gehe den richtigen Weg zum Boss. Und gehe voll am Itemraum vorbei. Hup. Okay. Oh, das mache ich auf jeden Fall kaputt. Aber wir halten Abstand, weil die Explosion scheint ziemlich crazy zu sein. Keine blaue Herzchen. Kein einziges. Holly ist enttäuscht, Mann. Okay, gut.
Werde ich den Brokkata einsetzen gleich? Ja, warte mal. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Itemraum hier irgendwo ist und hier sich versteckt. So, genau, wir können ja weghüpfen. Oh, das war ein bisschen blöd, hier wegzuhüpfen. Denn jetzt konnte ich halt die Typen nicht erledigen. Aber wir könnten... Oh, stimmt, ja, damit arbeiten. Hüpf. Na, ist hier der Geheimraum? Beziehungsweise, warte, wir haben den Geheimraum freigesprengt, ne? Habe ich da... Ja, wir haben reingeguckt. So. Alter, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, oder was? Oh, nee. Oh, okay, das ist der richtige Weg, denn hier wird jetzt der Boss auf uns warten. Ja, richtig, Mann. Voll der Scheiß. Oh, ich hasse das. So, was haben wir hier? Two of Spades, Suicide King. Nope, 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 nope. Nope. Two of Spades können wir einsetzen. Und das hier jetzt. Ja, ich habe aber noch den Itemraum vor mir, Mann, den ich holen muss. Ah, oh, nee, dann wird das anscheinend nichts mit dem Boss Rush. Ich meine, habe ich schon von Anfang an gesagt, aber... Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung. Scheiße. Boom. Hutta. Und hab... Nee, wir bekommen Gish und noch den Devil Deal. Wunderbar. Und es ist Krampi. Ich weiß gar nicht, wie Krampus mit... also Epic Feet ist mit Kohle ist, aber ich nehme es mit. Who knows, ne? Welche Nase? So. Nee, dann scheiße ich jetzt drauf, dann scheiße ich jetzt drauf. Okay, Boss Rush, ich kann dich leider wieder nicht betatschen. Dann werde ich lieber rerollen im im Devil Deal. Und mir dann easy peasy den Brimstone sichern. Stompy, ja, das hole ich mir. Damit können wir jetzt auf jeden Fall über alles laufen. Das ist sehr schön. Zack, das spart einiges. Einiges an Zeit hätte ich gerne früher gefunden. Und da ist das Teil, das uns Pillen droppt. Was droppt es uns denn jetzt eigentlich? Two of Clubs, okay. Es droppt uns Karten, eigentlich ziemlich geil, ne? Eigentlich ziemlich geil. Naja, gut. Flups. So, jetzt müssen wir den Weg wiederfinden. Genau, das ging, glaube ich, hier hin. Ah, ich mag das Jump-Buch. Damit ist man so flink unterwegs. Okay, wir könnten natürlich jetzt auf dieser Ebene direkt Emperor-Karte einsetzen. Dann ist die Frage, aber schaffe ich überhaupt Morm in der Zeit? Mit Epic Fetus? Weißt du? That's the question I'm asking me. Hangman, und das hier, get out of jail free card, ey. Ah, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Hup. Hutatata. Ihr könnt ja den Ziel spielen und dann gucken, was ihr so im Boss Rush gefunden hättet. Das Ganze mal ohne Epic Fetus spielen. Vielleicht hättet ihr mehr Spaß mit coolen Tränen. Ah, eigentlich treffe ich mal. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt. Komm schon, Pinky. The Pink Guy war das. Hallo, ich spring dich mal. Mhm. Bombenschlüssel, alles klar. So, genau, das wollte ich noch kaputt machen. Für eine Berkano. Schade, noch eine Perfro wäre nicht schlecht. Oh, weia. Oh, weia. Was? Die Explosion ist zu krass, habe ich das Gefühl, Mann. Okay, wäre echt cool, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht Leben bekommen könnte. Ich will ja nicht hetzen, aber gleich irgendwie, direkt sofort, Mann. Ist hier der Geheimraum? Könnte die Leber drin sein oder sowas oder anderes cooles Zeug. Nein. Du kommst mir nicht entgegengeflogen, mein Freund. So, gut aufgeräumt. Wir können da sogar hinhüpfen, ne? Da kann ja auch Leben drin sein. Oh Gott. Ich will dahin. Yes, geht doch. Oh, was, wenn hier eine Trollbombe drin ist? Stimmt, ich habe daran gar nicht gedacht, Mann. Wenn da jetzt eine Trollbombe drin gewesen wäre, ne? Hätte ich auch ein bisschen geheult. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel geheult. Uff. Ich würde gerne so einen Kreis drehen, aber... das war mir ein bisschen zu eng da hinten. Okay, einer ist weg. Wie zum Teufel wurde ich da zum Beispiel nicht getroffen, ne? Ich glaube, das stimmt fast nicht mit dieser... Weißt du, wenn ich unter mir springe, ist der Radius größer, als wenn ich neben mir springe irgendwie, weißt du? Das ist irgendwie... Die Optik stimmt nicht ganz. Na super, ich habe Minecraft. Da komm schon, ich muss überleben, mein Freund. Der Streak darf jetzt nicht... Oh, Gott sei Dank ist dein blaues Herzchen drin. Ich dachte schon, Mann. Huh. Okay, das ist cool, glaube ich. Schätze ich mal. Scheiße, jetzt habe ich den beschwört. Oh, jetzt habe ich noch mehr... Stress. Würdest du jetzt... Ach, du Scheiße. Okay, warte mal. Ich mache das einfach folgendermaßen. So, zack, Mann. Ich lass mich doch hier nicht verarschen, ey. Von mir selber. So, weiter geht's. Ja, da könnten wir natürlich wieder Pillen bekommen. Dann haben wir aber unsere Perfro nicht mehr. Perfro. Ich stopp mir das hier. Wir gehen mal so ein bisschen auf Nummer sicher.
All Gist. Nein, brauche ich nicht. Ha, was für ein enttäuschender Itemraum, Mann. Eine Blank Card hätte ich jetzt gerne. Damit wir schön rerollen können, damit wir einen besseren D6 haben, ey. So, komm, wir drehen mal so einen Kreis. Auf Wiedersehen, Bro. Das scheint ziemlich viel Damage zu machen, ne? Eskaliert anscheinend mit unserem Damage. Nice to know, hä? Huh? Boom. Nice to know. Wer hat diesen Formatnamen? Nice to know. Oh, da. Sehr gut. Meine Güte, aber auch. Ich bin ein bisschen angespannt, das muss ich zugeben. Chaos Card haben wir. Oh, machen wir Hasch? Wir machen Hasch. Wir machen Hasch, Mann. Wir gehen jetzt schnurstracks zu Hasch und machen ihn. Damit das klar ist, was da drin. Wir gehen zu Hasch. Ja, yeah, gratis Items und wir haben ziemlich viele Schlüssel. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall alles öffnen können. Ja, du hast mich gestern im Winstreak gerettet im Stream, aber diesmal brauche ich dich nicht, glaube ich. So, let's go. Hey, Mom, mal gucken, wie schnell wir sie getötet hätten. Oh, okay. Okay, es ist auch die rote Mom, die richtig oft zuschlägt. Boom. Okay, wir hatten sie schon schnell getötet. Alles klar, gut. So, wir haben jetzt das Polaroid-Effekt. Let's go. Komm, versuchen wir Hasch zu machen. Dann kriegen wir noch ein paar Items. Das ist doch super, oder? Sehr schön. Quadshot, Brimstone. Das finden wir alles. Schwöre. Oh Gott. So. Und ich werde mich versuchen, jetzt immer durchzusprengen durch die Räume. Mehr oder weniger. Außer diese Typen hier, die mache ich mal kaputt. Und hier drehe ich jetzt mal ganz kurz so etwas. Zack, zack, zack. Komm rein da. Ja, berühr's bitte. Dankeschön. Uppa. Was ist da drin? Ach, blaue Herzchen brauche ich. Zu viele goldene Kisten bekommen wir. Alter, wie er sich dreht. Weißt du, das verwirrt mich richtig. Erst fängt es da links an zu drehen. Ach du Scheiße. Und dann plötzlich hört er auf, sich zu drehen. Also fängt er wieder von vorne an, da, weißt du? Richtig merkwürdig, Mann. Oh, verarscht jemand anderes. Verarscht jemand anderes, aber nicht mich. Immerhin können wir hier rein und in den Zacki-Zacki-Raum. Hoffen wir mal, dass das Vorteile hat. Okay, let's go. So. Vielleicht das Cape drin, das uns viel Leben dazu gibt. Oder halt sowas hier. Okay. Oh, da. Trollbombe, hau ab. Two of Spades und nochmal Two of Spades. Okay, cool. Irgendwie, aber auch nicht. Ja, ihr seht richtig, wir sind auf jeden Fall gerade auf direktem Weg in die Hölle. Also wenn wir gleich nicht irgendwie Leben bekommen, sieht es sehr schlecht aus. Oh yes, man. Let's go. Und durchsprengen. Nope, der regt mich auf. Ist das hier vielleicht Hierophant Judgment? Du? Nein. Du bekommst mein Leben nicht. Ich hätte gerne von dir Leben. Und wir müssen uns jetzt für Hasch ein bisschen beeilen. Gut, dass die alle nicht zu mir geflogen sind. Huh. Wer ist es? Es ist Skorlek. Sehr schön. Ein Boss, der uns viele Sachen droppen kann. Wenn er Bock drauf hat. Und was für ein guter Kampf. Jopp, das nehmen wir mit. Keine Ahnung, was mir das bringt. Und wer hier jetzt Brimstone, hätte ich ein bisschen geweint. So, nein, ich behalte das noch. Ich werde das nicht mitnehmen. Kann ich auch nicht, Mann. Jetzt müssen wir irgendwie auf eine blaue Herzchenquelle stoßen. Ja, das wäre super, Mann. Eine blaue Herzchenquelle. Ganz viele blaue Herzchen. So, da haben wir uns ein bisschen den Raum einfacher gemacht. Eine goldene Kiste, ich mach das. Was ist das? Tour of Hearts, Mann. Mann, so viele Trollkarten, ey, die mir sagen, ich bin eine Jokerkarte. Der Einzige, der mich nicht getrollt hat, war die Chaos-Karte. Oh, oh. Ich will ja nicht sagen, dass dieser Gegner mit Epic Fetus schwer ist, aber das nervt schon ordentlich. Okay. Ja, es nervt schon ordentlich. So, stimmt ja, da kommt ja noch eine Welle. Boom. Aber wir machen erstaunlich viel Damage. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Mann. Wir haben ja gar nicht so viel Damage-Ups eigentlich aufgehoben. Aber wir machen erstaunlich viel Damage. Gefällt mir. Weitermachen. Uhahahaha. Bloß jetzt nicht aus Versehen auf diese Teile da treten, weil die können platzen und dann auch Tränen schießen und sowas. Komm rein, Mom. Ich beschwöre dich. Na, was? Oh, ich dachte schon, Plazenta. Okay. Natürlich ist sowas natürlich von Vorteil, wenn man das sprengt. Ganz vergessen, stimmt ja, da ist ja eine Plazenta. So, nicht bewegen. Guck mal, wenn man sich nicht bewegt, bewegen die sich auch nicht, oder was? Ist das der Trick? Habe ich da gerade was rausgefunden, was schon jeder weiß? Hoffentlich nicht. Hoffentlich bin ich jetzt verdammt klug und ich habe was dazugelernt. Hm. Okay, es sieht gut aus, dass wir Hasch erreichen können.
Sieht sehr, sehr gut aus, Mann. Zack, zack, alles mitgenommen. Das mache ich eigentlich... Das ist immer dumm zu machen. Na, das bringt mir nichts. Das sind, bekomme ich immer doppelte... Itemräume mit zwei Items. Und das ist auf der Bombe mit tatsächlich ein bisschen unnötig. Ach du Scheiße. Gut. Hau ab. Upp. Ich muss das Buch auch einsetzen. Damit kann man auch wunderbar flüchten, wenn irgendetwas Blödes passiert. Schön. Was waren alle? Super. Blaues Herzchen, bitte. Chariot. Okay, Chariot ist natürlich auch eine coole Karte. Könnte man mitnehmen, um gegen Glyphs mal kurz zu kämpfen und ein bisschen Schaden zu machen, weißt du? Oh, Geheimraum. Das ist natürlich auch cool. Das ist natürlich auch cool. Und boom. So. Sprengen wir die einfach mal. Ich nehme das Geld nicht mit, Mann. Nein. Geld ist nicht alles, was zählt. Ich brauche Leben. Boah, ich dachte ganz kurz, das sind die Wolken, die Laser schießen. Ey, ganz kurz. Man weiß ja auch nicht, wieso. Aha, Batterien und so brauche ich nicht. Jetzt natürlich den Teleporter haben. Weißt du, das Trinket, womit du dich die ganze Zeit rumporten kannst. Dann kann ich mich einfach hier durch die Gegend porten. So. Ach, wir machen Hasch schon so. Ohne Chariot, let's go. Wir müssen ja ein bisschen an uns glauben, nicht wahr? Aber nicht so viel. Nicht so viel an uns glauben. Boah, ey. Ich hasse diese Räume, Mann. Vor allen Dingen mit Dr. Fetus. Epic Fetus. Mit irgendwas Fetus. So, da schießen wir wenigstens unsere Nägel. Immerhin muss ich nicht ganz auf sie verzichten, weil ich nicht mag Nägel. Wahrscheinlich mag ich sie so sehr, weil man sie so selten bekommt. Wir haben keinen Polaroid-Effekt, deswegen Konzentration hier. Was? Ich hab nicht gedrückt. Was? Wieso machen wir denn so wenig Damage? Ich habe gerade gedacht, warum gehe ich denn eigentlich Hasch machen? Aber ich habe ja die Chaos-Card, stimmt ja. Warum mache ich eigentlich Hasch? Habe ich mich gefragt. Let's go. Oh, was, wenn ich daneben werfe? Was, wenn ich daneben werfe, Leute? Oh, da muss ich Hasch machen. Oh, oh. Hoffentlich bekommen wir Leben. Hoffentlich bekommen wir jetzt Leben. Okay, ein paar Bomben kommen schon im Shop. Okay, Kompass, aber kein Leben. Oh, shit. Da ist ein blaues Herzchen. What the fuck? Einfach so ein blaues Herzchen da rausbekommen. Komm, hier, donaten wir was. Was ist das für eine Karte? Judgment. Okay, du. Nein, 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 nein. Okay, der Automat hängt fest. Und was haben wir hier? Mhm. Was haben wir hier? Aha. Ja, wir haben keinen Boss, keinen Devil Deal bekommen. Deswegen können wir auch eigentlich... Können wir eigentlich hier rerollen. Ich nehme auf jeden Fall dich mit. Du hilfst. Oh, weia. Jetzt habe ich kurz Panik, ey. Stell mal vor, wir werfen daneben. Stell dir mal vor, wir werfen daneben. Oh, und stell dir mal vor, wir kriegen richtig beschissene Items. Ich nehme das mit. Bloody Last. Okay, Chaos Card, Mann. Ich traue mich nicht, von unten zu werfen, Mann. Man kann ja, wenn man von unten wirft, beide töten. Aber ich traue mich nicht, Mann. Erstmal machen wir es den ersten fertig. Let's go. Erstmal ihn. Sehr gut, da werden wir ein bisschen einfach von weiter weg angreifen, wo er uns nicht trifft. Wunderbar. Oh, deine Range ist aber doch ziemlich beeindruckend. Oh, was, wenn ich nicht treffe? Was, wenn ich nicht treffe, Mann? Ich bin gerade richtig verunsichert. Oh, wo ist der? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, ich hab's getan, ich hab's getan, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Okay. Wir wollen die Folgen ja spannend machen, was? Puh, immerhin haben wir Hasch erledigt. Super, jetzt haben wir einen Kompass und wissen wenigstens wohin, falls wir nicht Curse of the Lost bekommen, okay. Heilige Kacke. Okay, und jetzt soll ich es aber trotzdem konzentrieren hier. Wir haben nur drei Herzchen und nicht mal einen Polaroid-Effekt. Das ist sehr tödlich. Zack. Oh, ich glaube, hier springe ich mich durch, den mache ich nicht, Mann. Das ist mir zu kritisch. Viel zu kritisch. Weil die sich halt so krass aufteilen, weißt du? Boom, immerhin, immerhin, immerhin. Immerhin zerstöre ich wie nichts, Alter. Richtige Killermaschine bin ich. Gut, mache ich die erstmal tot. Bevor ich hier Geheimräume suche. Da unten ist auch keiner. Ich habe Hasch getroffen, Leute. Ha, ich bin der Beste. Oh, stimmt ja, die sind jetzt auch wieder da. Okay. Okay. Okay, so, okay, weiter, 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 weiter. Nein, 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 hier sprengen wir den Weg. Auf, haben wir hier getestet? Gut.
Ich gehe nach oben, weil der Boss muss ja irgendwo oben links sein. Ich spreng mal, wobei die könnten auch Mr. Mega droppen, ne? Also töte ich mal kurz diese Typen hier. Erst die Kleinen und dann die Großen. Und dann droppen die hoffentlich Mr. Mega. Das wäre mega cool. Ah, Mist, ich habe den Falschen erwischt und... Yes! Mr. Mega, komm schon. Das wäre auf jeden Fall ein... Oh. Och, Mann! Wohin mit diesen Schlüsseln? Scheiße, ey. Oh, oh. Den Raum kann ich auch überhaupt nicht leiten. Wenn das eine Emperor-Karte ist, Justice. Okay, setzen wir ein. Denn wir bekommen unendlich Bomben. Sehr praktisch, aber auch ein blaues Herzchen. Total unnötig. So. Oh, ich finde den Rand spannend. Der erste Devil Deal, den habe ich halt verkackt, ne? Das ist halt ein bisschen doof gelaufen. Tut mir leid, das wollte ich nicht, keine Ahnung. Ich war mir sicher, ich schaffe das. Ohne Pause zu drücken. Ich meine, Pause drücken ist doch für Loser, nicht wahr? Was ist denn hier los? Habe ich Guppy's Tail dabei oder was? Nur nicht in Golden? Ja. Gut, und... Ah, da verschwindet er wieder. Aber jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das ist so nervig. Wir müssen gleich unbedingt um ihn herumrennen, oder? Damit wir das Pentagramm ganz weit setzen. Ist blöd, dass wir jetzt keinen Polaroid-Effekt haben. Warte mal. Und um ihn herumrennen. Und um ihn herumrennen. Und um ihn herumrennen. Und um ihn herumrennen. Scheiße. Alle nur damit besiegen, ne? Das wird richtig lustig gegen fliegende Gegner. So. Mega Satan nur mit diesem Drehen hier bekämpfen. Okay, der Typ ist sowas von tot, Mann. Vor allem habe ich ja noch Rage, ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine Combo bekomme, mit viel Leben dazu bekomme und Damage bekomme, dann werden wir alles wegfetzen. Wir sehen auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Irgendwie so ein Cyborg. So ein Versuchsexperiment. Auf Wiedersehen. Ich gebe dir keine Möglichkeit, jetzt wieder zu flüchten. Let's go, Leute. Ich hoffe, es stimmt alles. Badam, badadam. Was ist hier in den Kisten? Oh, schade. Das werden echt coole Tränen. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie Set Bombs. So, wo ist der Boss? Da unten. Okay, let's go. Knüpfen wir uns den vor. Oh ja. Na? Immerhin haben wir einen Brimstone. In Form von Brimstone Baby. It's something, man. Yes. Und hoffentlich bekommen wir wieder so viele Kisten gedroppt wie eben auf der Kathedrale. Oh, oh. Und nicht solche doofen Räume. Von denen ich nachts träume, wenn ich panisch aufwache und schreie. Du, 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 du. Yes, wir bekommen Kisten. Und wir bekommen jetzt... Richtig cooles Gesicht. Wie bin ich hierher gekommen? Ja. Oh yes, ich würde gerne Damage nehmen, einfach um stärker zu werden. Um dann mit einer Rakete alles zu vernichten, meine gesamte Ebene mit einem Schuss. Boom. Oh. Okay, das ist der Nageleffekt. Nice, wir haben ein Herzchen dazu bekommen. Schön. Ja. Alter Schwede, die Fliege. Sehr gut, bitte weitermachen. Was will ich denn hiervon haben? Ja, Mr. Mega von dir, aber du gibst Mr. Mega nicht, glaube ich. Nee. Den willst du mir nicht gönnen. So. So nervig, dieser Raum hier. Okay. Zwei mit einem Streich. Hopp, da ist noch einer. Ihr vermehrt euch hier wie sonst was. Zack, okay, weiter geht's. Das ist nervig, da würde ich gerne irgendwie mit Brimstone Baby reinschießen, um die dann schnell zu zerteilen. Oder noch mit Bomben arbeiten. Beziehungsweise, yeah, wir sind jetzt stärker geworden. Ja! Yeah. Unglaublich sind wir jetzt geworden. Unglaublich stark. So. Wir können Gegner natürlich klein schießen aber, und drüber laufen, aber irgendwie bin ich kein Fan davon. Oh, shit. Oh, der schießt nach oben. Ich dachte nach unten, weil ich unten stand. So. Oh, jetzt aber. Okay, wir wurden das zweite Mal getroffen. Sollte aber kein Problem sein, ganz ehrlich. Komm her, machen wir ihn fertig einfach. Beenden wir diesen chaotischen Run hier. Beenden wir diesen chaotischen Run. Ich wollte das die Brimstone Baby mal schießen lassen. Damit jeder mal ran kann hier. Oh, shit. Da wurde ich ein bisschen in die Enge getrieben. Und jetzt ist er down. Gut, wir beenden diesen chaotischen... Ach, da ist noch einer. Brimstone Baby, danke. Let's go. Das war ein bisschen chaotisch, aber haben wir doch noch geschafft. War spannend. Ich hatte Angst, bei Hasch daneben zu werfen. Ist auf jeden Fall immer ein Risiko. Wer weiß, vielleicht klemmt eine Taste oder so. Oder er geht in dem Moment runter. Aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil heute kommt Jana wieder. Aber ich wollte euch unbedingt noch eine Folge bringen. Vielleicht immer, wenn ich unter Stress bin, spiele ich ein bisschen doof, ne? Gut.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Jana kommt wieder.